also echt so, wow, check this microphone, mal check it, check it, 1, 2, 3, 4, 5. Um zu checken, ob. Also geht um Folgendes. Wir haben uns unterhalten über Religion A, Religion B, Religion C, D, E und kamen zu dem gesamtheitlichen Beschluss, stimmt. Diese Schwimmflügel. Was? Die Schwimmflügel? Die roten, die grünen, die gelben. Die Schwimmflügel, die hast du auch gehabt, als du noch nicht schwimmen konntest. Und dann hast du schwimmen gelernt und hast keine Schwimmflügel mehr gebraucht. Religion? Religian? Religion? Wie heißen sie? Nee. Mönch, Mönch, Munch, Gott, Gott, Gatte, Buddhist, Badass, Badust. Ihr habt alle recht. Ihr weist darauf hin. Also beim Schwimmen lernen, die roten, gelben, grünen Schwimmflügel zu tragen, können helfen, dass du dann weißt oder merkst, dass du dich umbringen kannst, so oft du willst. Du wirst reinkarnieren, was? Als Schwarzer, als Weißer, als Gelber, als Grüner, Epileptiker, Rollstuhlfahrer.de. Ach, dieses Reinkarnieren, das Wiedergeburt werden, hat zu tun mit den Schwimmflügeln. Rot, Grün, Gelb, Christel, Krustel, Islam ist schnell, Buddhist, Badust. Wenn du glauben lernst, dass so wie du lebst, es wird, kommst du anscheinend eine Runde weiter. Und es musst erlernen als Blinder, als Rollstuhl, als Epi oder Api. Phasen, in denen man was zu erlernen hat, was Liebe zum Beispiel angeht und Wahrheit und Ehrlichkeit, die hast du vorher halt nicht gehabt bei der Inkarnationsrunde vorher. Das ist die Zusammenfassung. Wow.